Heute sind sie jedoch in den Zeugenstand gerufen worden, damit festgestellt wird, wer sich wirklich des Mordes schuldig gemacht hat. Ich verstehe. Sehr gut. Also haben Sie diesen Bären schon einmal gesehen, Frau Andrews? Natürlich habe ich das. Sie haben ihn schon mal gesehen? Das ist richtig. Es ist ganz normal, dass die Zeugin ihn bereits gesehen hat. Frau Andrews, würden Sie dem Gericht bitte die Geheimnisse des Bären anvertrauen? Also gut. Warum? Warum tut sie das? Um dir eine reinzuwirken. In Wahrheit ist das ein kompliziertes Puzzle. In der richtigen Reihenfolge lässt es sich Stück für Stück auseinandernehmen. Im Inneren befindet sich ein kleiner Hohlraum, Platz genug für einen kleinen Gegenstand. Da es so kompliziert ist, muss man die Reihenfolge kennen, um den Bären öffnen zu können. So sieht man dem Bären nicht an, dass er ein kleines Schmuckkästchen ist. Ist ja sehr raffiniert, muss man ja sagen. Also diese Statuette, man kann in ihr etwas aufbewahren, nicht? Ja, das Äußere kann täuschen, meinen Sie nicht auch? Ja, das sieht man sehr oft hier. Hm. Ja, das ist hervorragend gearbeitet. Oh, ja, fast hätte ich es vergessen. Beginnen Sie mit dem Kreuzfeuer, Freit. Wie es aussieht, ist an den Bären doch noch was dran. Ja, wir wissen jetzt, der Richter spielt gern mit Teddybären. In welcher Reihenfolge bitte? Man kann es also auseinandernehmen und wie soll das gehen? Nun, als erstes muss der Schwanz nach rechts gedreht werden und hineingedrückt werden. Oh ja, es geht. Danach lassen sich die Arme und Beine frei bewegen und können abgenommen werden. Oh, das ist sehr interessant. Ein Junge mit seinem neuen Spielzeug, also als ob er wieder 5 Jahre alt wäre. Oh, beachten Sie mich nicht weiter. Machen Sie einfach weiter. Den können wir wohl abschreiben. Und was findet man, wenn das Puzzle auseinandergenommen ist? Und woher wissen Sie das überhaupt? Ja, ich weiß es, denn ich war diejenige, die es gekauft hat. Hä? Ich brachte es als Souvenir aus der Schweiz mit, wo ich mit einem Freund war. Ein Freund oder ein Freund? Ein Freund. Dann war das ein Geschenk von Ihnen? Das ist richtig. Es war ein Puzzle in Bärenform, also dachte ich, es wäre genau richtig für Juan. War also ein Geschenk von Frau Andrews. Zeugin, fahren Sie bitte mit Ihrer Aussage fort. Ja, da will ich auch mal angreifen. Wer genau wusste, wie dieses Puzzle zu lösen war? Nur wir beide, Juan und ich. Es war ein Souvenir aus der Schweiz. Deshalb bezweifle ich, dass in diesem Land viele Leute den gleichen Bären haben. Aber er sieht so aus, als könnte er leicht kaputt gehen. Vor allem, wenn jemand den Inhalt haben wollte. Nun, es ist ein Spielzeug. Aber es ist nicht mehr dasselbe, wenn es einmal kaputt ist. Wer wusste sonst noch, dass dieser Bär eigentlich ein kleines Schmuckkästchen war? Ich habe es niemandem gesagt. Wenn Huen es auch keinem erzählt hat, dann wussten nur wir beide Bescheid. Sie beide, Das bedeutet dann natürlich, dass es Herr und Gard also nicht wusste, richtig? Wir wissen nichts über diese Statuette. Deshalb sollten wir erstmal mehr darüber herausfinden. Ja, für mehr Informationen greife ich Sie am besten weiter an.
Okay, dann machen wir hier noch. Ein Puzzle. Das ist richtig. Sieht aber wie eine gewöhnliche Statuette aus. Hat doch schon drin rumgespielt, der Depp. Ja. Riva. Leute, die es ja nicht wissen, würden dabei niemals an ein Puzzle denken. Ich denke, das ist alles, was ich vorerst herausbekommen werde. Ah! Es ist jetzt aktualisiert, schön. Nun, Freit, ich denke, auch du hast es jetzt erkannt. Wir haben die folgende sehr wichtige Tatsache herausgefunden. Dieser Bär ist eigentlich ein Schmuckkästchen. Nun, da wir uns alle in diesem Punkt einig sind, gibt es nur eine logische Frage, die sich als nächstes stellt, und die lautet... Was ist drin? Was befindet sich in diesem Kästchen? Was sich darin befindet? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist richtig. Das werden wir als nächstes herausfinden, Zeugin. Ja. Sie sind die Einzige, die es öffnen kann. Wenn Sie so freundlich wären... Über den Gerichtssaal hängt eine schmerzvolle Stille. Alle Augen sind auf Frau Andrews gerichtet, als sie das Bärenpuzzle zerlegt. Klick. Ich hab's geöffnet. Ist es das, was Sie wollten? Ach, Ihre Telefonnummer, danke. Was ist das? Es sieht aus wie ein Brief. Ich denke, wir müssen nicht darüber rätseln, was es sein könnte, oder, Reit? Ja. Es ist der Abschiedsbrief. Der Abschiedsbrief? Der Abschiedsbrief von Joan Coridas früherer Managerin Celeste Inpex. Bis jetzt wusste niemand, wo er sich befand, aber wie vermutet war er versteckt. Vom Opfer selbst, von Joan Corrida versteckt. So wie es aussieht, hatte Celeste Inpex eine sehr schöne Handschrift. Und sie unterschrieb das Dokument mit ihrem Namen, auch in schönster Schrift. Oh Mann. Das ist mit Sicherheit der Abschiedsbrief, den sie vor ihrem Selbstmord hinterließ. Oh, Zeugin, wussten Sie darüber Bescheid? Oh, ja, ich wusste es. Juan hat mir alles erzählt. Als ich seine Leiche entdeckte, suchte ich nach dem Bären. Ich wollte den Brief zerstören, bevor er bekannt wurde. Aber ich konnte ihn nirgends finden. Weil er bereits von die Killer entwendet worden war. Alles richtet sich nach Herrn Edgeworth. Da der Abschiedsbrief nun gefunden wurde, was ist dann die nächste logische Frage? Was steht in dem Brief? Ich habe noch eine andere Frage, die mich beschäftigt. Aha. Woher wusste Matt, dass der Brief da drinnen gewesen wäre? Naja, ich glaube, es ist mal erzählt worden, dass sie sich immer gegenseitig ausspioniert haben. Richtig, zumindest würde ich das denken. Vielleicht hat er es bei einem seiner geheimen Kameras mitbekommen. Ja. Das ist gut möglich. Kleiner Schleimer. Also gut, ich denke, es ist richtig, den Inhalt dieses Briefes bekannt zu geben. Ich kann sie nicht aufhalten, oder? Ich habe so viel durchgemacht, nur um ihn in meine Hände zu bekommen. Und ich wollte ihn verbrennen, ihr zuliebe. Es tut mir furchtbar leid, aber ich darf mich von Ihnen nicht überreden lassen. Euer Ehren, würden Sie bitte den Inhalt des Briefes laut vorlesen? Also gut. Die Stimme des Richters hallte laut und deutlich durch den todstillen Gerichtssaal. In ihrem Brief berichtet Celeste Inpex über alles, was ihr mit widerfahren war. Wie sie von Angard benutzt und dann weggeworfen wurde. Über ihre Verlobung mit Corrida und Angards Rolle bei deren Zerstörung.
und wie sie sich voller Verzweiflung entschied, alles zu beenden. Und das ist alles, was Frau Impex zu sagen hat. Ich brauche ein Taschentuch. Oh. Es gibt eine Sache, die ich hier gerne sagen würde. Die Anklage hat keinerlei Interesse daran, Herrn Engard in Verruf zu bringen. Dann was? Warum soll ich es dort vorlesen? Unsere Absicht, Euer Ehren, ist, ein Mordmotiv zu finden. Nicht wahr, Zeugin? Ja. Am Abend des Mordes wollte Juan den Inhalt des Briefes öffentlich bekannt machen. Nach der Show der Verleihung. Er wollte eine Pressekonferenz halten. Was soll ich sagen? Metangard ist vor allem sein Image erfrischend wie eine Frühlingsbrise wichtig. Deshalb musste er die Veröffentlichung des Briefes stoppen. Um jeden Preis. Schön, dass ich den Brief jetzt auch haben darf. Es ist Engards Fehler, dass diese Frau sich selbst das Leben nahm. Und diesmal ging er sogar so weit, jemanden anzuheuern. Wie schrecklich, was für ein selbstsüchtiger Mensch. Und da draußen gibt es schleimige Anwälte, die diesen Abschaum noch verteidigen. Wow. Wow. Es gibt keinerlei Zweifel, dass es solche Anwälte gibt. Das Ziel von Herrn Dekillers Auftraggeber war, an diesem Abschiedsbrief heranzukommen. Und die einzige Person, die diesen Brief unbedingt braucht, ist der Angeklagte. Nicht zu vergessen, dass der Bär mit dem Brief im Haus des Angeklagten gefunden wurde. Anscheinend haben wir nicht die Wahrheit aufgedeckt. Die Beweggründe des Angeklagten waren eigennützig. Er bekommt keine Gnade. Ach, wie soll ich da nur wieder rauskommen? Warum zögerst du, Phoenix? Ich möchte Matt mal schwitzen sehen. Er ist leider gerade nicht da. Garmisch hat noch nicht angerufen, also weißt du, was du zu tun hast. Ach, ich weiß. Ich muss fortfahren und ihm mehr Zeit erkaufen. Okay, es gibt zwei fatale Beweisstücke. Die Statuette und den Abschiedsbrief. Vielleicht finde ich durch sie einen Ausweg aus dieser Situation. Der Hammer befindet sich schon in der Hand des Richters. Beeilung! Okay, ich springe und halte meine Hand dazwischen. Abschiedsbrief oder Statuette? Mit welchen der beiden soll ich weitermachen? Ach du Kacke. Mm. Abschiedsbrief? Nom, 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 nom. Oh, boah. Was? Ja, ich überlege. Okay. Nehmen wir den Brief. Bitte warten Sie, Euer Ehren. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Oh Mann, sehen Sie diesen Anwalt an. Er versucht es doch immer. Es ist ihm wohl egal, dass er versucht, einen Mörder zu decken. Ich denke, Sie, Euer Ehren, glauben, dass Madame Gard für den Brief jemanden tötete. Ja, das ist richtig. Aber das ist ein wenig seltsam. Ich glaube, es gibt hier tatsächlich einen Widerspruch. Dieser Brief wurde von Herrn Corrida bis zum Mordabend versteckt gehalten. Ist das der Fall? Dann denke ich, dass Madame nicht wissen konnte, was in dem Brief stand. Oh, daran hatte ich gar nicht gedacht. Genau, aber ich hatte daran gedacht und fand es etwas seltsam. Niemand mit Verstand würde für einen Brief töten und es wär's zu wissen, was darin steht. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das ist ein wichtiger Punkt, Herr Freud. Herr Edgers, was ist Ihre Meinung? Es war nur ein Geistesblitz, aber ich glaube, den habe ich gut rübergebracht. Nur bedauerlicherweise denkt er wohl anders darüber. Ich glaube, hier wird gerade eine Show abgezogen. Ja, die Muppet Show. Gefällt sie Ihnen? Wie? Die Verteidigung möchte wohl noch mehr Verzweiflung zu spüren bekommen. Die Verteidigung möchte wohl noch mehr Verzweiflung zu spüren bekommen, ja klar. Und ich würde die Aufmerksamkeit des Gerichts gerne auf das hier lenken. Ja, die Spy-Kamera. Was ist das? Das ist eine sehr kleine Videokamera, Euer Ehren.
Die Kamera wird häufig für die Spionage verwendet. Ja, seitdem ich im Gatewater war, finde ich ständig einen unter der Dusche. Spionage? Was zum... Ich dachte, die Minikamera befände sich in meinem Besitz. Metterngard und das Opfer hielten den jeweils anderen für ihren größten Rivalen. Sie gingen sogar so weit, so etwas zu benutzen, um Schwächen herauszufinden. Und? Das Opfer Joan Corrida ist überwacht worden. Sein Privatleben wurde von niemand anderem als Matt on Guard beobachtet. Ruhe, Ruhe. Herr Freud? Ja, euer Ehren? Sagen Sie ja nicht, dass Sie vom Spionieren Ihres Mandanten wussten. Sozusagen ist keine Antwort, die ich akzeptieren kann, Herr Freud. Ich sehe, du bist verwirrt, Freud. Du denkst wahrscheinlich, aber ich habe doch die Kamera aus dem Auge des Verschaufbären. Aber diese Kamera, die ich da habe, ist nicht dieselbe. Gestern Abend durchsuchte ich das Haus des Opfers, weil ich eine Vorahnung hatte. Hiermit. Gamschusswanzenscanner. Übrigens, Freud, die Fingerabdrücke des Angeklagten waren auf dieser Kamera. Metterngards Fingerabdrücke waren darauf. Nun, Phoenix. Sieht so aus, als wären diese Kameras überall versteckt gewesen, nicht? Was soll ich auf diese Beweise antworten? Ich denke, das ist das Ende. Es ist eindeutig klar, dass Herrn Gard so von dem Abschiedsbrief erfuhr. Er hatte das Opfer die ganze Zeit beobachtet. Er hat mich diesmal voll erwischt. Ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Ja, und ich muss jetzt leider aufhören für heute. Oh, okay. Naja, sind trotzdem weit gekommen. Ja, also, aber das nächste Mal, dann liefern wir ihn. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.